Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen. Ich musste nicht erleben, dass Bomben auf unser Haus fallen oder Menschen nicht mehr zurückkommen aus irgendwelchen Kampfgebieten. Aber das Gefühl der Angst war da und die Bedrohung. Kriege gibt es überall. Aber der Krieg in der Ukraine steht vor unserer Tür. Als ich einen Text bekommen habe von einer Freundin von mir, wo einfach ganz klar und deutlich über den Frieden gesprochen hat, dachte ich, wir müssen unbedingt ein Lied schreiben. Vor etwa einem Jahr habe ich dieses Stück in die Hände bekommen. Ein Stück von zwei Freunden mit einem unfassbar bewegenden Text und Musik, die sofort unter die Haut geht. Und da wusste ich, was wir damit machen sollen, können. Habe ich sofort Bilder im Kopf gesehen. Und so ist Song for Europe entstanden, als Versuch, diesem Wahnsinn ein kleines bisschen entgegenzusetzen. Wir setzen dem Krieg unsere Stimme, unsere Menschlichkeit entgegen.